Treffsicherheit, gutes Zielen, Konzentration und vor allen Dingen Fokussieren. Das brauchen noch die Boxer dann am 9. September, denn dann heißt es zum zweiten Mal Hasroli Boxnacht in München. Großes Event, wir waren schon bei der ersten Ausgabe mit dabei. Auch diesmal natürlich ist München TV der Sender, der das Ganze überträgt. Und welche Boxer sich jetzt schon vorbereiten auf diesen besonderen Abend, um was es gehen wird, Titel, Aussichten vielleicht auf Titelkämpfe, das zeigen wir jetzt. Back in Munich, kann man bei dir sagen. Für deinen 31. Profiboxkampf bist du ja auch schon in den Ring in München gestiegen. Und jetzt nochmal, wie fühlt sich das an? Das erste Mal war ich hier als Gast. Jetzt bin ich hier aber schon zu Hause und fühle mich super wohl. Ich habe mich schnell integriert. Ich habe viele neue Leute kennengelernt und fühle mich wieder heim. Was ist dir von deinem Kampf, vom Publikum, von der Eventhalle hier in München bei deinem ersten Kampf in Erinnerung geblieben? Das Publikum war wirklich super. Alle waren freundlich und auch nach dem Kampf haben mich alle nicht nur als Mensch, sondern auch als Sportler respektiert. Das war ein guter Kampf und dieses Mal wird es auch ein guter Kampf sein. Ich hoffe, dass das Publikum genauso sein wird wie letztes Mal und dass alle, die meinen letzten Kampf gesehen haben, für diesen wiederkommen. Tolle Stadt, super Publikum und einen neuen Promoter an deiner Seite, und zwar Burim Hasroli. Wie läuft da die Zusammenarbeit bei euch? Nach dem ersten Kampf haben wir schnell Kontakt gefunden und es hat zwischen uns sofort geklappt. Jetzt sind wir ein Team. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Burim an mich geglaubt hat und wir unsere gemeinsamen Ziele jetzt zusammen erreichen werden. Dafür werde ich alles geben und ich bin mir sicher, dass Burim mich bei jedem Schritt unterstützen wird. Stichwort Unterstützung, weil du es gerade angesprochen hast. Wie laufen denn die Vorbereitungen auf deinen Kampf? Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Bis zum Kampf sind es jetzt noch 2 Wochen und mit jedem Training, Kampf und Sparring fühle ich mich sicherer und sicherer. Ich fühle mich jetzt schon bereit und mit jedem Training werde ich noch fitter für den Kampf. Ich bin mir sicher, dass ich den Sieg holen werde. Zu deinem Gegner, Ezequiel Osvaldo Maderna. Er ist ein argentinischer Profiboxer, 1,88 groß und von 39 Kämpfen hat er 29 gewonnen. Wie sind da denn jetzt so deine Erwartungen? Ich habe einen wirklich sehr, sehr guten Gegner, der schon gegen einige gute Boxer gekämpft hat. Aber ich bin auch sehr gut vorbereitet und mir zudem sicher, dass ich gegen ihn gewinnen kann. Wir werden einen schönen und respektvollen Kampf haben, auf den sich jeder freuen kann. Ich werde auf meinen Trainer hören und für ihn und für mich den Sieg holen. Timo, wie hältst du dich denn mental stark, besonders vor schwierigen Vorbereitungsphasen? Ich kenne mein Ziel, ich kenne meinen Weg. Wenn man ein paar Minuten vor dem Kampf dasteht, gibt es kein Zurück mehr. Es geht nur voran und man muss wissen, wofür man das Ganze macht. Ich konzentriere mich nur auf den Sieg. Entweder mein Gegner gewinnt oder ich. Deswegen versuche ich, den Weg des Gewinners zu gehen. Deine Familie kommt aus Russland, du selber, du lebst in Belgien. Kommen denn Familie und Freunde zu deinem Kampf und bist du denn schon aufgeregt?
Meine Familie ist gerade in Russland, aber ich habe sehr viele gute Freunde in Belgien, die hierher kommen werden, um mich zu unterstützen. Ich habe hier auch viele neue Leute kennengelernt, die auch zum Kampf kommen wollen. Deswegen habe ich beim Kampf sicher eine kleine Gruppe, die mich hier in München unterstützen wird. Stichwort aufgeregt sein. Wie sieht's bei dir aus? Hast du denn Lampenfieber? Ich bin schon sehr gespannt. Ich will den Sieg holen. Burim hat an mich geglaubt und deswegen will ich ihm auch zeigen, was ich kann und dass ich gewinnen kann. Es wird sicher alles gut gehen und ich bin sehr gespannt. Das ist mein neues Leben und es wird alles funktionieren. Was ist denn jetzt auch der Plan für deine Profibox-Karriere mit deinem neuen Promoter Burim Hasroli? Habt ihr da schon Ziele ausgemacht, Ziele für die Zukunft? Das größte Ziel momentan ist der Kampf am 9. September. Natürlich gibt es noch sehr große Ziele für die Zukunft, aber darüber will ich momentan noch nichts sagen. Ich will erstmal meinen Sieg holen und danach über den Rest nachdenken. Timo, dann vielen lieben Dank für das nette Gespräch und wir wünschen dir alle ganz viel Erfolg und drücken dir die Daumen für deinen Kampf. Danke, danke. Dimitar, du wirst in 2 Monaten Vater. Ist deshalb der anstehende Kampf vielleicht etwas Besonderes für dich? In erster Linie ist, glaube ich, jeder Kampf gleich. Aber diesmal, wie du eben gesagt hast, ich werde Papa. Natürlich will ich da auch den ersten Kampf fürs neue Team dann siegreich gestalten. Ich mache mir eigentlich gar nicht viel Gedanken. Ich versuche das im Hintergrund immer auszublenden und mich aufs Training zu konzentrieren. Aber klar, das erste Ziel ist für mein Kind, den Sieg zu holen und dann darauf aufzubauen. Am 9. September steigst du in den Ring und zwar in München. Wie sind denn da deine Erwartungen bis jetzt? Die Erwartungen sind klar. Ich muss siegen. Ich will das Münchner Publikum überzeugen. Ich boxe das erste Mal in München, das heißt, ich bin auch nicht zu Hause. Klar bin ich gut angekommen hier, ich freue mich, dass ich hier sein kann, aber meine Heimat ist Bielefeld. Vielleicht wird es irgendwann München sein, ich weiß es nicht. Ich fühle mich auch wohl hier, aber in erster Linie ist das Ziel, am 9.9. zu gewinnen, das Publikum zu überzeugen und mit dem ganzen Team diese Siege zu holen. Stichwort Bielefeld, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist ja eigentlich aus Bielefeld, deine Familie lebt dort, aber bist seit 2 Monaten hier in München. Hast du dich denn schon eingelebt? Ich bin jeden Tag im Gym. Also der Prozess ist eigentlich immer derselbe. Da hat man nicht viel Zeit für private Dinge. Da ist man froh, wenn man sich 1-2 Stunden ausruhen kann. Aber klar, ich war mal hier und mal da. Genaue Orte kenne ich hier noch gar nicht. Aber die Stadt ist schön. Ich habe es mir alles angeschaut. Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, mit meiner Frau hier zu sein. Und wenn wir die Zeit haben, gehen wir schon mal irgendwo ein bisschen spazieren. Aber sonst ist der Prozess eigentlich immer derselbe. Training, Essen, Schlafen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht denn bei dir so ein Trainingsalltag aus? Ich stehe auf morgens. Ich gehe ins Training, komme nach Hause, esse, ein bisschen ausruhen, wieder ins Training und dann ist auch schon abends 18 Uhr, 20 Uhr, dann ein bisschen ausruhen und dann wieder ins Bett.
Du hast ja auch einen neuen Trainer und einen neuen Promoter an deiner Seite. Kannst du dich jetzt dadurch vielleicht nur auf das Boxen konzentrieren? Erleichtert dir das den ganzen Prozess? Auf jeden Fall. Also der Burim Hasroli, der Promoter, der hält mir da den Rücken frei. Deswegen bin ich auch hier. Sonst hätte ich vielleicht arbeiten gehen müssen oder so. Aber er hat mir die Möglichkeit gegeben, komplett hinzukommen, mich aufs Training zu konzentrieren. Ich bin eigentlich frei. Ich komme ins Training. Ich kann alles machen. Ja, da stärkt er uns den Rücken und genau, läuft alles nach Plan. Also laufen auch die Vorbereitungen gut? Genau, also mit dem Trainer sind wir von Tag 1 eins und eins. Wir verstehen uns gut, wir kommunizieren gut. Also eigentlich brauchen wir gar nicht viel kommunizieren, weil wir dasselbe Denken haben. Er kann mich auch nach vorne pushen im Sparring und das wird der erste Kampf für uns beide sein, zusammen im Ring. Aber ich bin davon überzeugt, dass alles gut sein wird und ich freue mich drauf. Das freut uns natürlich. Zu deinem Gegner. Armen Yepremyan, auch bekannt als The Gorilla. Er kommt aus Armenien, ist 1,72 groß. Was weißt du denn noch über ihn? Ich habe seinen letzten Kampf gesehen gegen den Simon Zakhnova, aber auch nur kurz. Ich mache mir eigentlich gar nicht viel Gedanken. Es gibt nur einen Weg, wir wollen nach oben. Da müssen wir eigentlich gegen jeden boxen, der uns da in den Weg kommt. Und wir werden uns den Gegner anschauen. Und wir trainieren aber darauf hin, auf jeden Fall zu siegen. Also wir machen uns da nicht viel Gedanken jetzt, ob es für uns schwer sein wird. Wir wollen es eher dem Gegner schwer machen und wollen nicht unsere Kraft damit verschwenden, jetzt den Gegner irgendwie zu analysieren und irgendwelche Pläne zu machen, weil Pläne können auch mal schief laufen im Ring und da muss man sich wieder umstellen. Aber wir sind bereit auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht, aber was erwartest du denn von dir jetzt während dem Kampf? Ich habe keine Erwartung. Also ich gehe rein, ich mache mein Ding. Ich weiß, dass ich 100% da bin am Kampftag. Und ich lasse auf mich zukommen. Also 100% kann man nie sagen, dass alles so kommen wird, wie man es vorhat. Aber ich bin bereit. Ich freue mich, dass ich da kämpfen darf in der Halle. Und genau. Hast du denn schon Ziele mit deinem neuen Promoter und mit deinem Trainer für die Zukunft nach dem Kampf? Ja, das erste Ziel ist erstmal zu gewinnen am 9. Und aber die Ziele sind, glaube ich, für das ganze Team klar. Wir wollen nach oben, wir wollen Weltmeister werden und wir wollen auch nicht viel Zeit verlieren. Natürlich muss man alles Schritt für Schritt aufbauen. Das Team muss sich erstmal einspielen, aber wir sind auf dem besten Weg und dank dem Burim und dem Trainer, denke ich, wird das alles zu 100% so sein, wie sich das alle vorstellen und wünschen. Und ich kann nur sagen, wir sind auf dem guten Weg. Du hast gerade angesprochen, guter Weg und natürlich die beste Motivation. Du wirst Vater, das haben wir auch vorhin schon mal besprochen. In knapp 2 Monaten von einem Jungen oder von einem Mädchen dürfen wir dazu schon was bekannt geben? Mädchen. Ah, Glückwunsch. Ja, genau. Also stolzer Mädchenpapa, der jetzt bald in den Ring kommt. Welche Hindernisse oder Herausforderungen musstest du denn überwinden, um dort zu gelangen, wo du heute bist? Also ich habe mit 9 oder mit 10 mit dem Boxen angefangen und ich boxe eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe jahrelang als Amateur geboxt, auch sehr erfolgreich geboxt. Ich habe halt meine ganze Jugend dem Sport gegeben. Ich war weg von der Familie, ich war wenig zu Hause. Seitdem ich verheiratet bin, war ich auch wenig zu Hause. Also ich habe immer viel Zeit geopfert, wo andere die Zeit lieber mit ihren Freunden oder mit der Familie verbracht hätten, habe ich in meinen Sport investiert. Und deswegen denke ich, kann ich sagen, dass ich heute hier bin, wo ich bin. Ich versuche immer vor dem Training da zu sein und ich versuche immer zum Ende, wenn alle schon weg sind, zu gehen und bis jetzt läuft alles gut. Ja, ich glaube, deswegen kann ich auch sagen, dass ich hier bin,
wo ich bin. Dann auch dir vielen Dank für das Gespräch und wir drücken dir natürlich die Daumen am 9. September im BMW-Park für deinen anstehenden Kampf und wünschen dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte und ich freue mich drauf.